Seien Sie herzlich willkommen zur Christvesper hier in der Pauluskirche. Leider können wir uns heute Abend nicht persönlich sehen, sondern nur auf virtuellem Wege. Oder soll ich sagen, Gott sei Dank haben wir diese Möglichkeit, so gemeinsam Gottesdienst miteinander zu feiern. Wir haben uns entschieden, auf sogenannte Präsenzgottesdienste während der Zeit des Lockdowns zu verzichten. Weihnachten hat es damit zu tun, dass die Menschen, die schutzbedürftig sind, die hilfsbedürftig sind, in den Blick geraten. Das war der entschiedene Wille dessen, der da in Bethlehem in der Krippe lag. Und so können wir nicht einfach Weihnachten feiern und dabei Menschen dem Infektionsrisiko aussetzen. Wie gut, dass wir so miteinander feiern können. Weihnachten wird es nämlich überall. In der kleinsten Stube und am entlegensten Ort auf diesem Planeten, am entlegensten Ort in diesem Universum. Gott wird Mensch. Heute, immer, überall. So lasst uns diese Christvesper feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Singet dem Herrn ein neues Lied. Singet dem Herrn alle Welt. Singet dem Herrn und lobet seinen Namen. Verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lass uns beten. Herr der Weihnacht, du Licht in der Finsternis, der du Engel und Sterne zu deinen Dienern hast und noch immer Hirten und Könige um die Krippe versammelst. Künde sie mir, künde sie uns, lass sie alle Länder und Völker wissen, sage sie der ganzen Menschheit auf deiner verwundeten Erde. Sage es, deine Botschaft, die uns rettet, die ganze Welt rettet. Du bist gekommen, du bist da und du kommst immer wieder. Amen. Lese die Weihnachtsgeschichte, so wie der Evangelist Lukas sie aufgeschrieben hat. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem,
weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden. Die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lass uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, als ich in so ungewöhnlicher Zeit erstmalig über diese Weihnachtspredigt nachgedacht habe, da ist mir etwas aufgefallen. Die Bibel beschreibt oft, dass Gott zu handeln angefangen hat, als es dunkel war, finster. Im physischen Sinne kein Licht, aber natürlich damit auch im übertragenen, symbolischen Sinne kein Licht. Schon am Anfang der Bibel im Schöpfungsbericht fängt das an. Gott schuf Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer, wie es da heißt, und es war finster auf der Tiefe. Und dann im Psalm 23 die berühmten Worte: und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Und der Prophet Jesaja, der sieht über dem Volk, das im Finstern wandelt, ein großes Licht. Und dann natürlich unsere Weihnachtsgeschichte. Nachts auf dem Feld erschien den Hirten der Engel, der die Geburt verkündete. Am Abend feierte später der erwachsene Jesus mit seinen Jüngern das Mahl. Und als Jesus starb am Karfreitag, so heißt es in den Evangelien, verfinsterte sich der Himmel mitten am Tag. Und als Jesus von den Toten auferstand, da war es auch Nacht. Die Weisen aus dem Morgenland entdeckten den Weg zur Rettung durch den Stern, den man nachts sah. Vielleicht ist das alles so, weil die Dunkelheit eine Grenzerfahrung ist, weil sie Angst macht und unsicher scheint, weil man in der Dunkelheit den Weg nicht sieht und eine Bedrohung erst, wenn es zu spät ist. Dunkelheit ist existenzbedrohend. Aber gleichzeitig ist Dunkelheit auch immer der Anfang des Lichts. Die Dämmerung setzt dann ein, wenn die Nacht am dunkelsten ist. Licht und Dunkel, das sind ja fast so etwas wie Lebenssynonyme. Im Licht ist alles leicht und klar, im Dunkel ist alles verborgen und unheimlich und ungewiss. Wenn die biblischen Geschichten von Aufbrüchen erzählen und die immer in der Dunkelheit beginnen, dann sagt das doch etwas aus über Hoffnung und über Zukunft. Und unsere Nacht, diese Nacht, ist das heute eine heilige Nacht, die Rettung verheißt? In der Erzählung von der Nacht, in der Jesus geboren wurde, da wimmelt es vor Provokationen. Der Gottessohn kam nicht in einem Palast zur Welt, sondern in einem Stall, lag nicht in Daunen, sondern in Windeln in einer Futterkrippe. Die Engel, so ist es berichtet, die brachten diese Botschaft von der Geburt des Kindes nicht den Herrschern und den Mächtigen, nicht den Autoritäten, sondern einfachen Hirten. Sie erfuhren diese weltgeschichtliche, menschheitsgeschichtliche Sensation zuerst, mitten in der Nacht, auf dem Feld, in tiefer Finsternis. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Der Autor Christian Nürnberger schreibt in einem in diesem Jahr erschienenen Buch: Es begab sich aber zu der Zeit, legte ihn in eine Krippe, euch ist heute der Heiland geboren. Aus solchen Worten, so Nürnberger,
besteht so etwas wie der Urtext unserer Kultur. Noch heute hören wir diese Worte jedes Jahr an Weihnachten in den Predigten, den Liedern und in den Krippenspielen, bei denen meistens Kinder, Maria und Josef und die Hirten spielen dürfen. Zitat Ende. Die Weihnachtsgeschichte ist doch eigentlich eine Lichtergeschichte, die aber im Dunkeln spielt. Das ist doch genau das, was wir uns wünschen. Dass Dunkelheit nicht dunkel bleibt. Dass es, wenn nicht sofort, dann doch bald wieder hell werden möge. Wenigstens ein kleines Licht, das Hoffnung macht. Aber gleichzeitig steckt darin auch schon wieder eine Provokation. Unsere adventliche Beleuchtung, die, so scheint es, dieses Jahr besonders ausgeprägt ist, ist nicht das Licht selbst, sondern vielleicht nur ein Zeichen für die tiefe Sehnsucht nach Licht und Heil und Zukunft. Die adventlich dekorierten Straßen sind schön, aber was wir eigentlich brauchen, ist, den Weg nach innen zu wagen und Dunkles in uns erhellen zu lassen, so hat es der Autor Pierre Stutz beschrieben. Eine Geschichte in der Nacht, die in der Finsternis spielt, die diese aber aufbricht, die das Licht hervorbringt in der tiefsten Nacht, der längsten Nacht des Jahres. So ganz genau weiß man ja nicht, an welchem Tag Jesus wirklich geboren wurde. Ich finde es aber sehr treffend, dass man das Fest seiner Geburt an der Wintersonnenwende feiert, wo die Nächte am längsten sind. Zugleich aber der Wendepunkt ist zu wieder länger werdenden Tagen. Schon die Römer feierten zu dieser Zeit das Fest des siegreichen Sonnenkönigs. Die frühe Kirche hat es übersetzt und die Geburt des Christus, unserer Sonne, dort platziert. Den Menschen, uns allen zur Hoffnung, selbst in der tiefsten Nacht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Oh,
Lasst uns miteinander beten. Wir sind auf der Suche nach Antworten, warum wir leben und wofür. Wir suchen Auswege aus dem Leid und Elend dieser Welt. Wir suchen nach einer Hoffnung. Wir suchen nach einer Kraft, die unser Herz verwandelt, und nach neuen Gedanken, die retten können. Wir stehen vor dir, Vater im Himmel. Wir wollen dir die Tore öffnen zu unseren Herzen. Du kamst in jenem Kind, das in Bethlehem in unsere Welt kam. Komm nun zu uns, erfülle uns, tröste uns, sei nahe und lass dich finden. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht in diesen Abend und all die Zeit, die vor euch liegt, mit dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.